Ach, ich hätte das Mikrofon anschalten sollen. Ich habe eben gesagt, hallo und herzlich willkommen zu einem diesmal etwas anderen Video. Kein Gaming-Video, sondern ein, ja, eine Overwatch. Und zwar habe ich mein Wettkampfspiel gewonnen. Dann war ich, habe noch nächstes gemacht, habe ich verloren. Habe ich ein Spiel angeschaut und sehe ich auf einmal, was, Overwatch? Das wollte ich schon immer mal wieder mal, das wollte ich schon immer mal machen. Hier Beweismittel angucken und entscheiden, ja, der hat gehackt oder nicht. Ignoriert bitte meinen Rang. Ja, ich arbeite mich wieder hoch. Ich war Doppel-AK. Ihr seht auch beide Mauszeiger. Ich war Doppel-AK. Ja, Doppel-AK. Mit 10 Wins in Folge, ohne abzuranken. Dann habe ich Pause gemacht, ganz, ganz lange. Hab wieder gespielt und wurde selber 4 eingerankt. Also ich bin noch an Hocharbeiten, ja? Kein Stress. Und endlich kann ich Overwatch machen. Und dazu will ich noch eine Sache sagen. Jeden Sonntag kommt ab jetzt ein Overwatch-Video. Und es ist heute sogar Sonntag. Passt ja. Overwatch-Wettkampf. Suspect. Okay. Geht das noch? Okay, wir schalten mal auf Slow Motion um. Okay, da stirbt er einfach direkt. Ah, die Aufnahme ruckelt ganz schön, sehe ich gerade. Glaube, ich muss da noch mal ein bisschen was umstellen. Aber ist egal. Müsst ihr euch jetzt geben. Muss noch mal irgendwie was an der Codierung machen. Irgendwie die Bitrate runterstellen von der Aufnahme. Okay, da wurde er abgeschossen. Ist jetzt noch nichts. Ja, check die Ecken. Haben wir ein Bein geschossen. Alles in Ordnung. War das schon die nächste Runde? Warum steht er da? Wurde er nicht abgeknallt? In Ordnung. Ist er gestorben? Wurde er bei den anderen immer nur angeschossen? Das habe ich irgendwie nicht ganz mitgekriegt. Ich dachte, er ist irgendwie dreimal gestorben. Oh, ich muss auf jeden Fall was an der Codierung tun. Ist egal, mein erster Overwatch soll. Okay. Hat zwar Headshot gemacht durch den Smoke, aber er hat ihn vorher gesehen. Hat die Maus nicht viel bewegt, einfach nach links und rechts gelaufen. Alles in Ordnung, da hat er verfehlt. Okay. Einmal zurück, bitte. Warte, nein, was habe ich gemacht? Kann ich nicht zurück? Ich kann Rounds fort. Was soll denn das?
bitte mal zurück. Ich will die Runde nochmal ansehen. Das bringt ja nichts. Das eine war nicht ziemlich suspekt, als er den hier auf den Kopf geschaut hat, als er noch hier hinter der Wand war. Kann man Pfeile sehen, ne? Ja, könnt ihr. Sonst sage ich einfach die ganze Zeit. Hier. Stand ja hier und hat dagegen geschossen. Was direkt auf dem Kopf war. Kann natürlich einfach auch so ein Schuss gewesen sein. Aber könnte auch ein Wallhack gewesen sein. Okay, diesmal guckt er ganz normal. Okay, er ist auf dem Kopf drauf. Ich hab gerade OBS geguckt, aber komme ich wieder und sehe, dass er da voll auf dem Typ. Okay. Der konnte den nicht sehen. Der war nicht mal halb in das Punkt drin. Aber der hat auf jeden Fall hier so einen Wallhack, so einen X-Ray. Ja, dann frage ich mich, warum er nicht auf den auf die Treppe zielt. Nach hinten guckt. Oder hat er einfach nur abgeaimt? Wusste, dass da der Spot ist und hat dahin, obwohl der hat dahin geschossen, ne? Das ist jetzt auch nicht der gewöhnlichste Spot, den man durch den Smoke abballert, oder? Man den sehen? Wahrscheinlich gleich den Helm ganz oben. Ja, da sieht er den Silencer. Okay, er ist gerade gesprungen. Echt ein bisschen unsicher. Er ist geblendet. Ist er überhaupt geblendet? Der guckt perfekt die Ecke ab. Und da jetzt. Man hat geschossen. Hat die Flasche nichts ausgemacht? Da hat er jetzt aber wieder hinter den Karton geguckt. Da ist ihm zu spät aufgefallen, dass der rumkam. Ich guck mir das auch in Viertel Slow-Mo an, ne? What? Wie hat er den denn hier gesehen? Konnte er in der M4 gehen? Ich glaube nicht, oder? Und in der M4 statt einer AK? Sehr suspekt. Er war ziemlich genau drauf durch und wieder. Yo. Das kannst du mir noch nicht so erzählen.
So verhält man sich, wenn man geflasht ist, nicht wie der. Smoke durch die Wand. Obwohl. Oh Mann, ich mein Kurzzeitgedächtnis. War er schon gesmoked, als er gezielt hat? Ich glaub ja, oder? Ich wirf schon einen Flash. Ja. Der rutscht da noch runter. Ein bisschen müde. Es ist nämlich 3 Uhr morgens. Da sieht er jetzt im Presser hat Treppe abgehängt. War eben echt suspicious. Einmal wie er den durch die Wand da gesehen hat und zweimal ein Smoke Headshot. War es ein Headshot? Ich glaube schon. Der bemüht sich ja aber auch überhaupt nicht hier CT zu gucken. Und den hat er quasi genau auf Mitte drauf. Jetzt zieht er wieder hoch, weil er gesehen hat, dass der sich bewegt. Ich wusste gar nicht, dass man so hoch jumpen kann. Der hat sogar eine Granate, der könnte diesen Iguana da locker wegnaden. Da müsste er sich auch zeigen. Herr Bulldog muss ihn doch eigentlich hören. Okay. Er hört Schritte. Versucht zu no-scopen. Kriegt ein Heady. Weiß, dass er da. Obwohl, könnte auch wieder ein Schritt gewesen sein. Aber war wieder links. Hat ihn nicht gesehen. Er geht jetzt aber nicht in die richtige Richtung. Dreht sich, kommt nochmal zurück. Ihn nicht gesehen. Oh, konnte ihn zumindest nicht sehen. Rennt, 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 rennt. Ja, mal schauen. Okay. War, ja, okay. Aber war schon erstaunlich viel. Also er wusste, wie nah der Typ war. Also er wusste, okay, jetzt Tech 9 schmeißen. Hat auf den Typ in Smoke geschossen. Sieht den da hinten. Sieht man den überhaupt richtig? Wenn er dahinter steht. Kann sein, dass man die Kappe sieht, weil ich sehe hier nichts. Aber er schießt. Immer noch direkt perfekt aufgeaimt. Das kann auch super sein. Das sehe ich auch manchmal bei mir, wenn ich GoTV nochmal anschaue. Dass ich manchmal direkt auf den Gegner drauf war. Okay, er jumpt. Versaucht den Jump. Oder war es geplant? Er aimt die Ecke ab. LOL. War das denn ein Headshot? Was für Headshots haut der denn raus? Okay, das war durch Holzhandsprayen, aber auch schon wieder Headshot direkt drauf. Es ist wirklich sehr, sehr suspicious. Ja,
Okay, das ist möglich. Okay. Er weiß, dass hier links einer ist. Woher? Er war geflasht, war no scope, aber er wusste direkt, wann er um die Kante rum war. Also wieder sehr, sehr suspicious. Gefehlt. Konnte halt gucken, ob da einer ist. Hat geschossen. Da. Er schießt durch den Smoke, obwohl er nicht weiß, dass er da durchgegangen ist, obwohl er nicht hätte wissen können. Auf die Entfernung kann man Steps hören. Ich glaube nicht zuordnen. Na komm. Okay, da weiß er jetzt. Wieder ein Headshot. Das war ziemlich suspicious. Erstmal das hier wegklicken. Außerordentliche Störung, Zielhilfe. Bei einer Prüfung des Programms des Verdächtigen und externe Software und sicher Zielsicherheit zu verbessern. Beispiel automatisch. Ohne Zweifel weiß ich nicht. Ich meine, wir haben das jetzt in Slow-Mo angeguckt. Aber diese GoTV, die haben irgendwie, wie viel, 16 Ticks? Im Gegensatz zu was, 32 oder 64, was auf den Servern so normalerweise ist. Aber das sah echt ziemlich komisch aus. Was für Headshots der da manchmal rausgehauen hat, aber... Sein Bildschirm, also sein Mauszeiger hat sich nie bewegt, sondern sein Gegner war 2 Meter weiter rechts und hat einen Headshot kassiert. Unzureichend oder Beweislage eindeutig. Es war schon ein gutes Gefühl. Sichthilfe. Schlosskammer, dass der Verdächtige. Blablabla. Beispielsweise Sicht durch Wände oder Rauch. Aber da würde ich sagen, ja. Er war geflasht, wusste, wo er ist. Er hat durch den Smoke geschossen, wo er eigentlich nicht hätte wissen können, wo jemand ist. Er hat durch den Smoke 2 Leute getötet. Mit der Awe und eine mit der Pistole, glaube ich, da. Was ist das? Andernfalls externe Überprüfung. Beispiel Speedtags, auch mal Sprungskripte, umgekehrte Kameraperspektive. What? Okay, das ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es irgendwie schneller war. Spielbehinderung. Behindert ziemlich oder versucht diese zu verletzen. Von diesen verletzt zu werden, um das Spiel absichtlich zu verlieren. Das war jetzt nicht. Aber bei den anderen beiden. Boah, da habe ich echt ein ungutes Gefühl. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das 100% clean war. So ist, ich konnte leider auch nicht zurückspulen. Warum auch immer. Aber... Okay, hier steht jetzt nicht mehr Overwatch. Ich hoffe... Okay, ein Fall steht zur Prüfung aus. Aber das war es jetzt für diese Folge. 19 Minuten. Da stand zwar 10 Minuten, aber ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich mir jetzt ziemlich unsicher war. Also ziemlich unsicher an sicher zu sein. Aber ich meine, der hatte an. Aber er hat dadurch einen Smoke auf jeden Fall. Hat er was gesehen. Und die Flash hat ihn... Ja gut, er hat den No-Scope weggemacht. Aber er wusste halt direkt, wann er um die Ecke war. Wenn nicht geflasht wäre, dann weiß ich gar nichts mehr. Aber es könnte auch an mein Kurzzeitgedächtnis liegen. Und eben halt ein paar Headshots, die er da gemacht hat. Oder als er hier auf der Treppe stand und immer auf den hinter der Kiste bei CT geschossen hat. Oder nennt man das CT? Ich habe zu wenig Mirage gespielt.
hinter den Kisten halt. Und als er da Mitte war und auf den Typ auf Stairs geschossen hat, durch die Wand da, aber nicht durch die Holzwand, sondern durch die Steinwand, und einmal direkt mit dem Fadenkreuz auf den Gegner drauf war, durch die Wand, ein bisschen drüber, aber trotzdem, es war, ja, das ist mein erster Fall. Ich bin ja nicht der Einzige, der entscheidet. Und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Lass mich mal ausblenden. Ciao.